So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Free Hard Run. Yay! Im letzten Mal haben wir in Kukiri erfahren, was unsere Bestimmung ist. Oder wir haben erfahren, dass wir mit Navi zum Dekobaum sollen. Wir mussten vorher unser Schwert und unser Schild holen. Wir haben uns auch unsere größere Dekotasche schon geholt. Unsere Dekostabtasche, damit wir mehr Dekostäbe tragen können. Wir können 20 Stück tragen. Und ja, wir wollten zum Dekobaum jetzt gehen und machen wir das auch. Hallo, wir sind da. Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Oh man, unser erster Test-Dungeon, sagen wir so. Oh Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Link. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albtraum geplagt. Dies ist auf dir widerfahren. Link, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Yeah, hab ich. Oh man, was ein komisches Gefühl. Sei, so sei es. Tritt ein, tapferer Link. Und du auch, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Link. Und du, Link, höre Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Okay, und Worte des Stresses. Okay. Wir sollen rein und zum Dekobaum und da haben wir unseren ersten Test, unseren ersten Test-Dungeon. Und ja, da man normalerweise hier so nur drei Herzen hat, ist der nicht so schwer, weil man ja auch nicht mal hat hier. Dekobaum! Oh man, der erste Dungeon. Oh man. Ich denke mal, das werden wir ganz locker schaffen. Ich denke mal, keine Probleme werden hier auftreten. Hoffe ich jedenfalls. So, und tschüss, Mann. Gott, das war erster. Wer war es überhaupt? Da habe ich geguckt, was es war. So, Dekonüsse. Yeah, ich will nicht wissen, wie man sie platziert. Wirf eine Dekonuss mit Hilfe von Y, X, Y oder 2. Sie werden zerplatzt und deine Gegner betäuben. Unser zweiten Ausrüstungsgegenstand oder Item, sagen wir mal so. Das werden wir auch ausrüsten erstmal, damit wir den benutzen können. Was steht hier denn? Eine Nuss, die am Dekobaum wächst. Sie wird geworfen, explodiert sie mit. Wird sie geworfen, explodiert sie mit grellem Licht. Okay. Okay. Ich werde auch versuchen, die Skulltulas, die auch zu 100% gehören, erst später einzusammeln. Ein Dekorandia, zerschlagen ihn. Achso, gut, alles klar. Okay, ne, ich will die Deko-Nüsse haben. Also werden wir wieder normal, Digga. Oh, tschüss, Mann. So. Wir können zurzeit 20 Deko-Nüsse tragen, meine ich, war das, ne? So, tschüss, Mann. Wenn man übrigens L gedrückt hält und dann auch A drückt, machen wir eine Sprungattacke. Das habt ihr gerade gesehen, wie stylisch ich das eingesetzt habe. Yeah. Okay, wollen wir mal. Es gibt in jedem Dungeon gibt es eine Karte, ein Kompass und ein Dungeon-Item. Die werden wir natürlich auch holen. Ich werde, wie gesagt, auch probieren, in den Dungeons die Skulltulas nicht einzusammeln, auch außerhalb nicht. Und was bist du da oben? So, Vorsicht, hier sind Skullwandulas. Fass sie bloß nicht an. Warum? Weiß sie mich oder was? Okay. Wie gesagt, die Skulltulas werde ich auch erst später einsammeln, damit ich nicht durcheinander nachher komme, wenn ich sie einsammle. Deswegen ist es leichter, wenn wir es später machen. Die Labyrinthkarte. Berühre auf den Touchscreen den Karten. Symbol, um eine detaillierte Karte aufzurufen. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt dir eine derzeitige Position an. Berühre die jeweilige Stockwerknummer, um ein Stockwerk zur Ansicht auszuwählen. So, ab jetzt haben wir auch die Karte und ich würde gerne wieder. Na, komm schon, sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an die Pflanze heraufklettern. Will ich jetzt noch nicht, weil wir erstmal hier lang gehen. So, na, wir erklären uns jetzt alles, wie es geht. Wir öffnen meine Tür. Um meine Tür zu öffnen, stelle ich genau davor und drücke A. Achte auf das Action-Symbol, das Symbol des A-Knopfes auf den oberen Bildschirm. Da seht ihr schon, warte hier, da stehen wir angreifen gerade, jetzt öffnen. Wow, ganz schwer, oder? Mein Gott, was bist du denn? Was bist du denn? Warte, stopp, was bist du? Vorsicht, ein Laubkerl! Näherst du dich, verschwindet er. Lenke die Nüsse, die er spuckt, auch mit deinem Schild auf ihn zurück. Okay, what the hell, das war knapp, ey. So, hinterher, komm her, komm. Ich krieg dich. Nein, haut ab, Arschloch. So, nochmal, Runde 2. Bam, in your face, Digga. So, jetzt aber. Vergebung her. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Analog nach vorne, rollst du dich ab und linderst du den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probiere es einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde. Hui. What the fuck? Wir haben uns gedreht. Habt ihr es gerade gesehen? Okay. Nächster Raum. So, hier gibt es zwei Möglichkeiten, da wieder zurückzukommen gleich. Die Platte würde runterfallen, wenn wir da raufspringen. Ich werde jetzt nicht rausspringen, weil wir es auch anders machen können. Das zeige ich euch aber gleich. So. Ich werde mal gucken. Hier geht es nämlich auch noch hoch. Warte mal eben. Ich will kurz gucken, was hier ist. Ist ja was? Oh, eine Truhe. Cool. Eine Truhe. Nehmen wir mit. Und ein Herz. Cool. Füllt ein Energieherz wieder auf. Das ist cool. Aber wir nehmen erstmal die Truhe hier.
Vielleicht ist hier was Interessantes drin. Vielleicht das erwähnte, der erwähnte Kompass? Oder? Oh mein Gott, das ist die Feenschleuder! Ich will immer noch nicht wissen, wie man die ausrüstet. Verwende... Oh, komm schon. Drücke und halte 1, X, Y, 2, um sie mit einem Deku-Kern zu laden. Ziehe mit dem Analog und lass sie los, um zu schießen. Mein Gott. Wenn du sofort schießen willst, halte oder etwas länger gedrückt oder lass dann los. Mein Gott, diese Knöpfe sind 4 Knöpfe, die wir dafür haben. Ey, ist so stressig, ey. So, aber die Schleuder ausrüsten auf Y. Eine Spielzeugwaffe für Angriffe aus der Distanz. Ihre Munition. Deku-Kerne. So, jetzt könnten wir... Ich glaube, ich habe es immer noch nicht ausgestellt. Oder? Habe ich es ausgestellt? Nee, immer noch nicht. Jetzt könnten wir entweder auf die Treppe hier oben schießen. So, ja. Yeah. Oder man könnte halt darüber springen, so wie ich es jetzt euch zeige. Und dann wird er auch hier drüben. Aber es ist egal, wie er es, glaube ich, macht. Ich mache es einfach immer so, dass ich erst runterspringe und dann die Truhe öffne und dann wieder zurückgehe über die Platte. Weil es halt Blödsinn ist, den Treppe eigentlich extra runterzuschießen. Aber egal. Egal. Na, falscher Knopf. Das war übrigens eine Deko-Nuss gerade, die ich jetzt gerade benutzt habe, auf Versehen. So, da oben ist noch eine. Und Feuer. What the fuck? So, ich werde auf jeden Fall bis zum nächsten Part ausstellen, dass wir diese Gyroskop-Sache haben. Denn ich finde das angenehmer, mit Analog zu steuern, als wie man das gerade eben gesehen hat. Dann treffe ich nämlich auch nicht. Das ist nämlich das Doofe. Ich treffe so nicht. So, hier ist neue Gegner wieder. Eine Truhe, ein Gegner, der in der Wand steckt. Ein Riesenskulptur. Und die weiche Bauchseite ist ihre schwache Stelle. Ganz einfach, müsst ihr warten, bis sie sich umdreht. Und killen. So, ganz easy. Ganz geschillt, ist gar nicht so schwer. Gut, weiter geht's. Nächster Raum. Okay, was geht? Und hier ist zu. So, ich glaube, müssen wir hier das erste Mal die Fackel benutzen. Machen wir auch. Zack, einfach zum Feuer und anmachen. So, und das war's schon. Jetzt können wir wieder rausgehen, aber da ich das noch nicht will, würde ich gerne jetzt erstmal die beiden Truhen öffnen. Aktivieren aber erstmal die Schalter. Oh, oh, Zeitlimit, Zeitlimit. Wir aktivieren erstmal die große Truhe hier hinten. Und, oh, das war knapp, ey. So. Und die nächste Truhe. Wenn das klackt noch. Wieder durchdrehen im Hintergrund, ey. Dam, 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 dam. Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. So, was machen wir jetzt, ey? Machen wir erstmal die Karte. Dann könnt ihr nämlich sehen, auf welchem Stockwerk noch Truhen sind. In K1 ist noch eine Truhe und dann ist hier schon der Boss. Der Dungeon ist, wie gesagt, nicht groß, ist halt nur zum Testen. So, tschüss. Man kann auch mit einem kleinen Glitch den Dekostab Infinite machen, also dass er nicht mehr kaputt geht. Normalerweise wird der Dekostab kaputt gehen nach einer Zeit. Ich zeige euch das aber, wie ich das meine. Dafür müsst ihr einfach hier so, bam, und dann geht er kaputt. So, das kann man machen, dass er Infinite ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht. Aber egal. So, hopp und hopp. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den Typen rein jumpen. Ja, klasse. Hat ja gut geklappt, ey. Hat ja gut geklappt. So, ich werde jetzt noch rüber. Das ist übrigens die geschnittene Version schon von dem Spiel. Es gab auch eine Uncut-Version. Da waren die Symbole auf den Schaltern, auf dem Schild später und auf anderen Gegenständen noch ein bisschen anders. So, wir öffnen erstmal die kleine Truhe. So, ein Herz. Dankeschön. Und dann werde ich erstmal ihn killen, ja? Denn er nervt mich. So, dreh dich mal um da. So, und tschüss, Mann. Das übrigens ist Skulltula. Wie gesagt, die werden wir später einsammeln. Nicht jetzt. Gut, weiter geht's. Gut, gut, gut. Dann wollen wir wieder zum Hauptraum, also in den großen zurück. Dann kommen wir nämlich jetzt eine Möglichkeit nach unten. Dafür müssen wir ganz easy... Moment, erstmal müssen wir ihn erkillen. Oh, das war eine tolle Idee, Paddy. So haut man sich selbst eine rein. So, jetzt mal, dreh dich mal um da, du Arsch. So, und tschüss, Mann. Gott, gib mir ein Herz. Nein, gib kein Herz. Okay, einfach in das Netz reinspringen und dann geht es ja weiter. Wow! Au, au, au. Schlechte Idee. Autsch. Das tat weh. Das tat weh. Okay. Dekunus. So. Ich will mal ganz darüber, weil da ist ein Schalter auch nochmal. Stress natürlich jetzt, dass wir die ganze Zeit diese Käfergeräusche hören. Das sind zwei Stück. Einmal hier oben ist eine und rechts ist auch nochmal eine. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Ich glaube, es gibt vier Stück. Vier Skulltulas gibt es hier, glaube ich. Die man einsammeln könnte. Drei davon könnte ich jetzt schon holen und eine können wir ja später holen, weil uns noch ein Gegenstand dafür fehlt. So. Und hopp. Und hopp. So, weiter geht's. Und dann werden wir hier mal weitergehen. Oh yeah. Gut. Erstmal werde ich jetzt mal gucken, ob da irgendwas ist. Oh, Deko-Kerne. Geil. Deko-Kerne. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Okay. Dann haben wir wieder volle Munition. 30 Schuss. Das ist geil. Okay, nächster Raum. Und da ist schon wieder so ein Typ, ey. Da ist schon wieder so ein Typ. Komm her. Bau, bau. Okay, was sagst du zu mir? Vergib mir her und ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe einen Geheimnispreis.
Nie werdet ihr meine Brüder bezwingen, wenn ihr sie nicht in der richtigen Reihenfolge besiegt. Merkt euch, 2, 3, 1, rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Okay, bin ich jetzt ein Verräter? Das ist ein Tipp, den wir später für den Boss, bevor wir zum Boss gehen, brauchen, um zum Bossraum zu kommen. Da müssen wir einmal ins Auge reinschießen, dann kommen wir weiter. Also manche Sachen erklären sich, glaube ich, von dir auch selbst, wie man hier weiterkommt. Oha, der Raum ist böse. Okay, befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Hältst du L unter Wasser gedrückt, kannst du deine Blickrichtung ändern. Ich wette, unter Wasser gibt es viele interessante Dinge zu entdecken. Okay, wollen wir mal, oder? Dann wollen wir mal. Wir müssen jetzt zum Schalter. Und ihr seht gleich unten, da auf der rechten, genau, ihr seht jetzt 3, 2, 1. Das erweitert sich später noch, wenn wir ein paar Gegenstände bekommen. Aber erstmal müssen wir jetzt rüber ganz. Oh, wir sind zu langsam. Scheiße, 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 scheiße. Okay, wir müssen kurz warten. Vielleicht schaffen wir es noch. Wenn das Ding jetzt reinhaut, natürlich auch. Hopp. Okay, jetzt müssen wir hier warten. Und hoffen, dass das Ding jetzt wieder hochgeht, bevor wir wieder auf der anderen Seite sind. So, Gott, hat geklappt. Und rüber. Und nochmal so ein Spacken. Auf den Blöcken war das Zeichen auch anders in der Uncut-Version. Im Feuertempel später war auch die Musik ein bisschen anders. Oh, komm schon. Stell dich vor einem Steinblock und halte A gedrückt. Du kannst ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke A, während du die L mit Analog in Richtung des Steinblocks bewegst, um auf den Steinblock zu klettern. Achte auf das Aktionssymbol. Dankeschön. Danke, Navi, für diesen wertvollen Tipp. Das wäre ich selbst nie drauf gekommen. So, zack. Okay, und hopp, hinauf. Und dann wollen wir weiter. Okay, wir haben den Raum auch gemeistert. Zwei Räume noch, dann sind wir im großen Raum wieder. Was geht hier? Och, was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn? So, erster Down. So, ach so, ich verstehe. Okay, wir müssen wieder Feuer machen. Ganz leicht. Eins und zwei. Okay, ich werde es ausprobieren mal. Okay, das war nicht meine Intention. Wenn wir Analog drehen, können wir ganz schnell auch eine Wirbelattacke machen. Habe ich gar nicht erklärt vorhin. So, okay, was willst du? Sterben? Alles klar, ich war schneller als du. Okay. Kurz warten, hier müsste irgendwas runterkommen von der Decke gleich. Wartet, warte, warte, da ist es. So, was bist du? Was bist du? Ein Goma-Baby, pass auf, dass es dich nicht ansprengt. Okay, woher kennen wir das denn? Na, kommst du mal her. Kommst du mal her. So, tschüss. Hallo, na, dreh mal um da. So, und tschüss, Mann. Ich glaube, hier ist noch einer. Kurz mal warten. Ist hier noch einer? Ja, hier ist irgendwo noch was. Hier ist irgendwo was noch. What the hell, wo ist das denn? Hey, da ist doch was. Ja, habt ihr gar nicht gesehen? Halt die Backen. So, wo ist... Warte mal. Ach da, oh, ich habe ihn gerade gesehen. Oh, tschüss, Mann. So. Hier auf der einen Seite, wie gesagt, kommen wir noch nicht hin. Da ist eine Skulptur dahinter. Aber später. Gott, deswegen werde ich es auch noch nicht freimachen. Wir werden jetzt direkt hier weitergehen. Da haben wir nämlich einen einzigen Raum, den wir jetzt noch nicht besuchen können. Merkt euch, 2, 3, 1, was der Typ gesagt hat. Ist der Stab... Er ist abgebrannt. Okay, der Stab ist niedergebrannt. Tolle Sache, Paddy. Ich war zu langsam. Okay. Einmal kurz bitte Sicht ändern, danke. Ein Steinblock hier runter. Wir brauchen nämlich jetzt Feuer, um das Netz auf der rechten Seite wegzubrennen. Dann kommen wir nämlich auch gleich schon zum Boss. Das ist sehr gut, würde ich sagen, oder? Dann schaffen wir in dem ganzen Part diesen Dungeon. Der Dungeon ist, wie gesagt, nicht schwer. Man kann den locker in einem Part schaffen. So, hopp und hopp. Wieder rüber hier. Und zack, Feuer, danke. Einmal Sicht ändern, dass ich wieder rüber kann. Das ist nämlich sonst ein bisschen doof mit der Sicht. So, zack. Okay, oh, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt können wir runterjumpen hier. Und hui. Und abprallen lassen. Wow, voll durch die Gegend gefetzt. Alter, so. Jetzt brauchen wir das 2, 3, 1. Erst den in der Mitte. Wie gesagt, den Typen da. Komm her. Müssen aufpassen, dass der andere Typ uns nicht treffen hier. Zwei. Und dann er. Ganz leicht. Komm, komm raus da. Komm raus. Komm, komm, komm. Put, 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 put. Zack. Und du auch noch. Komm. Dann haben wir es nämlich geschafft. So, und jetzt zu ihm ganz schnell. Hat geklappt. Woher kannst du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnkönigin verraten. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Betäube sie. Vergib mir, Königin. Schande über mich. Wow, wir drehen uns wieder im Kreis. Okay, Leute. Wollen wir zum Boss? Ja, ne? Komm, ab ihn, zum Boss. Das schauen wir in dem Part auch noch. Wir werden jetzt den Boss noch machen in dem Part und dann wird das auch gut sein, denke ich mal. So, moin. Okay, wir sind da. Oh mein Gott, wir sind scheiße eingesperrt, ey. Okay, hört ihr das schon? Hört ihr das? Hört, da oben, seht ihr, habt ihr auch gerade schon gesehen. Das fand ich in der N64-Version auf jeden Fall viel, viel dunkler hier drin, ne? Das ist richtig hell hier, ohne Scheiß. So, weiter geht's. Okay. Da ist unser erster Boss. Er ist ganz leicht.
Der ist richtig leicht. Gepanzerter Spinnparasit, Goma. Den gab's auch in mehreren Zelda-Teilen schon. Oh, what the fuck? Was hab ich jetzt getan? Was zu... Alter, ich bin ja richtig gut drauf gerade. So. Und zack. Und zack. Und zack. Man kann ihn auch in einer Kombo besiegen schon, aber... Man kann sich auch dumm anstellen, wie so ich jetzt gerade. Ja. Ich habe mit der Dekonus paralysiert. Da, 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 da. Die Kampfmusik ist hier richtig episch. So, warten, bis er rot wird. Dann wird er einfach dein Auge rot. Zack. Und ich muss hin. Zack. Und Nummer 1. Und epischer Rückwärtssalto und nicht getroffen. Und Nummer 2. Und 3. Das war's schon. Wow. Den Dekostab hätten wir, glaube ich, mit einem Schlag schon besiegen können. Aber haben wir nicht geschafft. Egal. Scheiß drauf. So, nach jedem Boss würden wir jetzt einen Herzcontainer bekommen. Den seht ihr gleich irgendwo spawnen. Da vorne ist er. Da werden wir ein Herz dazu bekommen. Aber, wie gesagt, 3 Herzen nur an. Tschüss, Herzcontainer. Wir holen dich später. Noch nicht. Oh man, die Challenge geht los. Jetzt geht's richtig los, weil normalerweise hätten wir jetzt schon 4 Herzen. Okay. Okay, jetzt werden wir das Gespräch doch noch hören. Okay, scheiß drauf. Hab Dank, Link. Ich bin wieder hier. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch, du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Okay, ich werde den Part donnerlich beenden. Wir machen jetzt Donnerstag die Geschichte, weil ich sehe gerade, der Part ist 17 Minuten erst lang. Fail. Egal, machen wir es jetzt nur noch. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Oh mein Gott, er wurde verflucht. Wahrscheinlich der Typ aus dem Albtraum, den wir hatten. Ja, ja, ich hatte recht. Ich hatte recht. Mal wieder. Oh man. Hallo, wer bist du? Wer bist du? Kannst du mal sagen, wie du heißt? Ich weiß nicht, wie der heißt. Schlecht, oder? Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kräfte nutzt. Kraft zu nutzen weiß. Alter, habe ich voll die Sprachprobleme hier, oder Scheiße, ey. Mein Gott, wir kriegen eine neue... Oh. Vor tausenden von Jahren. Oh, der Text. Es stiegen 3 Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Rot? Ach so, okay. Din, die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Faore, die Göttin des Mutes. Wow. Ab geht, ey. Jetzt geht's ab hier, ey. Alter, Steinbrocken. Whee! Din. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nairu. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Faore. Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Himmel. Triforce-Symbole könnten doch heute von den Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte, mein Ende naht. Das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch traure nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Link, begebe dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal.
Nimm diesen Stein an dich. Es war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. So. Okay. Wir haben ein... Na, wie heißt das Ding? Das sehen wir gleich. Wartet, wartet. Der Kukiri-Smaragd, der Dekobaum hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Link, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Ich finde eigentlich ist das ganz schön traurige Szene, wenn man denkt, wir sind am Anfang des Spiels und so einer... Eben mal der Dekobaum stirbt. Jetzt schon mal anfangen. Das ist krass, ohne Scheiß. Okay. Lass uns also zum Schloss von Hyrule gehen. Aufbrechen, Link. Leb wohl, weiser Dekobaum. Leb wohl. Leb wohl. Leb wohl. Tschüss. Okay. Wir sind wieder im Kukiri-Wald. Und er stellt sich wieder uns im Weg. Mein Gott, immer stehst du im Weg, ey. Hey Link, was hast du getan? Der Dekobaum, ist er tot? Wie konntest du nur das zulassen? Es ist alles deine Schuld. Wow, wie nett von ihm. So Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle den Part dann beenden. Und ja, wenn euch der Part halt gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wir hören uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns auf den Weg zum Schloss machen. Bis zum nächsten Mal und ciao.